Hi, ich bin die Jess von der HSG Konstanz. Ich habe heute den Tom mitgebracht. Und zwar zeigen wir euch heute noch eine kleine Option, um nochmal euer Workout auf das nächste Level zu bringen. Und zwar machen wir ein Tabata, beziehungsweise zeigen wir euch die Übungen, die ihr dann zu Hause anwenden könnt. Ihr müsst nicht unbedingt Tabata machen, das ist aber so ein bisschen am einfachsten, weil es da gute Lieder zu gibt, die euch die Zeiten immer anzeigen. Das sind 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und das Ganze geht 4 Minuten, das heißt 8 Runden. Ihr könnt da entweder eine Übung nehmen oder zwei Übungen kombinieren. Ihr könnt auch 4 Übungen nehmen und die dann nur zweimal machen und ihr könnt auch ein paar Hit-Runden hintereinander machen. Andere Alternativen wären zum Beispiel 30 Sekunden Workout, 20 Sekunden Pause und so weiter. Das könnt ihr anpassen an euer Fitnesslevel. Wir zeigen euch jetzt Übungen, die ihr dann zu Hause eben so kombinieren könnt und in euer Workout einbauen könnt. Wir fangen an mit Wechselsprüngen und zwar geht ihr da quasi in den Ausfallschritt und springt aus dem Ausfallschritt in den nächsten Ausfallschritt. Schön viel Dynamik nach oben, der Rumpf bleibt stabil. Wunderbar. Okay, sehr gut. Dann die nächste Übung wären Burpees. Die kennt ihr vielleicht schon. Da geht ihr einmal, springt ihr quasi in die Liegestütz. Wir machen die so, dass wir in die Bauchablage gehen. Tom macht das einmal vor, nimmt die Arme weg, springt dann raus, hat die Beine sehr schön. Wenn ihr rauskommt aus der Liegestütz, guckt, dass ihr die Beine nicht zwischen die Hände nehmt. Macht man vielleicht falsch vor, die Hände zwischen die Beine. Genau, so bitte nicht machen, sondern die Beine so weit wie möglich auseinander, stabilen Stand und dann schön nach oben abdrücken. Die nächste Möglichkeit sind Squat Jumps, also einfach aus der Kniebeuge rausspringen und dann einen dynamischen Sprung. Kniebeuge hoch, genau. Guckt, dass ihr die Belastung immer schön nach hinten unten nehmt. Das heißt, nicht nach vorne springen mit dem Popo, sondern den Popo immer schön nach hinten unten. Die Belastung ist hauptsächlich auf der Ferse bzw. auf dem ganzen Fuß, aber nicht nach vorne. Eine weitere Möglichkeit sind die Mini-Sit-Ups. Legt euch einmal auf den Rücken, genau, stellt die Beine auf. Und dann macht ihr einfach kleine, schnelle Standard-Sit-Ups. Der Tom macht sie euch einmal vor. Falls die euch entweder nicht anstrengend genug sind oder euch zu sehr auf den Nacken gehen, dann haben wir auch noch eine Alternative für euch. Und zwar dürft ihr dabei einmal das Becken versuchen zu heben und in die eine Richtung zu heben, genau. Und dann mit den Schultern hinterher. Das sieht deutlich leichter aus, als es ist. Der Tom macht das natürlich auch extrem elegant. Okay, eine letzte Möglichkeit, die wir für euch haben, ist einfach nochmal, um euren Kreislauf hochzukriegen. Und zwar dürft ihr da Skippings machen und dabei eine Boxbewegung machen, um die Schultern mit reinzunehmen. Ja, so, das waren jetzt 6 Übungen für euch zu Hause, um nochmal eine Alternative für einfaches Krafttraining zu geben. Die Tabata-Einheiten könnt ihr auch 2 bis 3 Mal die Woche machen und so hoffentlich nochmal neue Motivation finden, bis der Handball wiederkommt.